Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Wir haben die Kapitelseite Das Geschenk der Ewigkeit gefunden, hastig versteckt hinter einem Bild. Und ich würde sagen, wir lesen sie mal. Nutzen. Dreams. Modern psychology offers only unproven theories. Some see them as the meaningless tossing and turning of a brain settling into a restful sleep. Others see them as laden with symbols of our unconscious desires. To still others, dreams represent the upwelling of the archetypes, normally hidden deep within the recesses of the human collective unconscious. Of one thing I am certain. After a brush with the ancients, our dreams metamorphosize into nightmares. I have implored you for years, yet you ignore all my advances. You dominate my dreams, and I can think of nothing else. I fear I desire you many hundred times more than you love me. My life has become a waking dream, Kareem. For weeks, I have dreamed of an ancient treasure so precious that it changes all life around it. It must be mine, Kareem. If you truly desire me, as you say, then you will find this for me. Bring this treasure to me, and I will be yours. Both of our dreams will come true. I need nothing more than you. You have enthralled me to the point where I can think of nothing else. Promise, if I leave, you will not forget about me. You need not worry. I desire nothing more than the treasure that you seek. Leave now, Kareem, and I shall await you. Das kennen wir doch. Kriegt Pius Augustus jetzt einen weiteren Kämpfer? Na, lass das jetzt herausfinden. Hier liegen schon mal wieder die Skelette auf dem Boden und ich habe keine Fackel mit. Dafür wohl aber einen Talisman. Gut, lass uns mal gucken, hier prüfen. Seit vielen Generationen schon befindet sich dieser Talisman im Besitz von Karims Familie. Man sagt, er beschert denen, die ihn bewahren, ein langes Leben. Mit seiner Hilfe kann die Gesundheit wiederhergestellt werden. Und zwar wohl 5-mal, weil da eine 5 steht. Dann haben wir 19 Chakrams. Xena lässt grüßen. In Zentralasien etablierte sich das Chakram als bevorzugte Wurfwaffe. Ein gut ausbalancierter Ring, manchmal aufwendig dekoriert, wird auf den Gegner geschleudert. Schwere Chakrams können Gliedmaßen und Köpfe abtrennen. Sie sind aber nicht in der Lage, zum Werfer zurückzukommen. Und wir haben einen Talwa. Das Talwa hat eine gebogene Schneide mit einem kräftigen Ende. Die meisten Talwas haben ein kreisförmiges Heft und einen runden Knauf, wodurch sie gut in der Hand liegen und leicht als Talwa zu erkennen sind. Sollte das alles stimmen, lernt man hier noch ein bisschen was über Waffen. Ich würde ja sagen, das ist der gleiche Tempel, in den Pius Augustus gekommen ist, aber er sieht schon etwas anders aus. Oh, da liegt was anderes als ein Skelett. Der tote Körper eines Mannes. Dort, wo seine Rüstung nicht schützen konnte, zeigen tiefe Wunde das Ohrfleisch. Ich habe mich in meinem Wesen selbst verwirrt. Das ist eine Axt, die können wir aber auch nicht nehmen. Ich glaube, wir können einfach nur nach unten. Oh, Moment, die Sequenz kennen wir schon. Hier sind wir die zwei Statuen. Oh, eine dritte. Das ist jetzt bestimmt Anthony. Ja, da ist er.
ist immer der gleiche Weg. Dann nehmen wir mal das Buch. Und holen uns die Erinnerung. Und natürlich stehen jetzt alle Gegner auf. Ist ja klar. Ist irgendwie ordentlich zu laufen. Ich hätte schon gegenwärtig, wenn man das macht. Deswegen haue ich den erstmal in die Köpfe ab. Den großen Kopf zuerst vor. Die Arme ab. Das haben können wir auch zaubern. Vorher tatsächlich sind uns die Zaubersprüche verwehrt. Auf einem niedrigen Sockel steht eine Statue, die vage an einen Menschen erinnert. Mit viel Fantasie. Und erinnert sie eher an einen Vogel. Und da sind gleich noch mehr von den Zombies. So. Noch einer. Und wieder von den zwei. Da hinten liegt noch einer, der steht. Der hat auch eine Rune in sich wieder drin. So. Gucken wir mal. Ich glaube, wir wissen noch nicht, was das hier bedeutet. Nein. Das ist aber auf jeden Fall ein Ziel. Okay. Das hier ist wohl ein Dead End. Aber da hinten war ja schon ein Leiter nach oben. Und die Fackel, natürlich hier noch irgendwo, wo man vorbeigeht. Weil das ja klar ist. So, jetzt hier mal schnell gucken. Seit ich nämlich im Stream das Bild stehen geblieben. Jetzt sind wir wieder da. So. Wir haben hier drei große reagieren, wenn ich draufsteige. Wahrscheinlich muss ich da die Statue drauflegen, um die schwer zu machen. So wie vorhin die Urne. Ja, das sieht mir nach dem Plan aus. Und hier ist ein Kraftfeld mit einer Krone. Das ist doch die, die wir eben. Genau, das ist die, die wir eben gekriegt haben. Ach, genau. Die gelben Kraftfelder mit den Runen bedeuten, dass man nur dann durch kann, wenn man die Rune gefunden hat. Das ist quasi ein Schutz, dass man nicht in Gegenden geht, wo man noch nicht sein soll. Hier leuchtet nicht so. Ja, hier blinkt so. Und jetzt kann ich auch die. Schön von den einkesseln lassen, ist natürlich auch gut, weil die jetzt schön mich an allen Seiten frei schlagen. Eigentlich wollte ich den Finalschlag machen, aber dann nehmen wir doch erstmal die Statue mit, das ist halt eine schwarze Statue.
schöner aus. Und einmal zurück. Geht mich nicht anders weiter. Geh mal wieder hoch. Würde ich sagen, ich stelle noch hier hin. Mal gucken wir mal, ob es ausreicht, wenn ich da mit drauf stehe. Zwischensequenz kommt schon. Durch die Gegend. Vielleicht kann ich die verfernkämpfen. Ja, die anderen merken zwar, dass sich da was bewegt hat. Aber ich kann die tatsächlich alle einfach abwerfen. Cool. Zur Sicherheit einmal speichern im nächsten. Und der Altar hat sich aus dem Boden erhoben. Offenbar handelt es sich um eine Hebevorrichtung. Soll Karim die Apparatur zum Unterfahren benutzen? Aber unbedingt. Wenn die aufstehen wieder. Mit der Lache seines eigenen geronnenen Blutes liegt ein Soldat. Er ist das Opfer einer unsichtbaren Schlacht. Vielleicht ist dieser Mann durch die Klauen der Kreaturen diesen Ort für sich beanspruchen und getötet worden. Aber genau lässt sich das nicht sagen. Da blinkt ja was. Ein Mann schwimmt in seinem eigenen Blut. Er ist tot. Ein Talwar hat ihm zahlreiche tiefe Wunden zugefügt, aus denen immer noch Blut austritt. Präzise und kraftvolle Schläge wurden geführt. Die Tat eines Menschen und nicht die eines Monsters. Soll Karim das Talwar an sich nehmen? Naja, zwei ist besser als eins. Karim hat einen Talwar erhalten. Nun ist Karim in der Lage, simultan mit zwei Talwars zu kämpfen. Das schauen wir uns doch mal an. Und wie ich gedachte, die stehen wieder auf. Die lagen so da, dass das irgendwie klar war. Und dann dreht er mich natürlich nicht rum, wenn ich auf den Ring komme. Was ist denn hier? Ach, das ist das Vieh, was am Ende vom letzten Kapitel aus dem Mönch rausgekommen ist. Gut, das kriegen wir noch rein. Hier ist schon wieder so. Übrigens, dass wir eben grün geblinkt haben, rot geblinkt haben, während dieser Sound kam. Das liegt rein daran, dass wir keine mentale Energie mehr hatten und der Mentalschaden auf die Lebensenergie gegangen ist. Schnell genug, der ist wieder aufgestanden. Schauen wir mal hier. Ein weiterer Leichnam. Wer waren diese Menschen, die nun auf dem Boden des Verlieses verwesen? Unvorsichtige Soldaten, zur falschen Zeit am falschen Ort. Grabräuber auf der Suche nach Reichtum. Die gekrümmten Finger des toten Mannes halten eine Schriftrolle. Karim hat der Spruch Erholung erhalten. Screen? Moment, das ist doch eine Bad VL. Ja, okay, ich höre auf. Ja, das ist der Grund, warum ich es mag, wenn die grüne Energie nicht so hoch ist. Die Halluzinationen in diesem Spiel sind herrlich. Hier wurde einfach mal ein Windows Blue Screen simuliert, obwohl man ein GameCube verwendet. Aber dennoch eine geile Idee.
Ich feiere dieses Spiel unter anderem genau hierfür. Also macht euch bereit, da kommt noch mehr von der Art. Das ist sehr lustig. An der Stelle des Schlosses befindet sich eine metallene Platte. Ein farbiges Siegel wurde in das Metall über einem großen Schlitz eingelassen. Der Schlitz ist groß genug, um ein großes Schwert einzuführen. Entschuldigung, da musste ich gerade mal aufstoßen, mitten im Satz. Da können wir noch nicht durch, das große Schwert haben wir noch nicht. Ich wollte eigentlich den Finalschlag machen. Ich glaube, jetzt ist die Leiche von dem weg. Nein, ist sie nicht. Finalschlag. Schneller, 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 schneller. Ich stürze schon auf den Enden weg. Sehr schön. Hau die nur zu. Ich habe zurück. Also wir waren nicht weg, aber da sind wir wieder sicher. Okay, hier können wir erst rein, wenn wir eine Rune gefunden haben. Die haben wir vielleicht sogar schon, aber ich will trotzdem erstmal durch die Türe gehen. Ein blaues Vieh, nee, da ist die Rune drin. Ein blaues Vieh. Ja, dann wollen wir doch mal für den Kampf. Er kämpft mit zwei Teilwassern, ist immer noch eben klar. So, jetzt sind die drei Kämpfe. Und wir lernen, dass die Rune, die wir vorhin gefunden haben, Self, also selbst heißt. Das ist die Santec-Rune. Die Runen sind hier, ja, das Spiel ist ja auf Englisch, die Runen sind hier auf Englisch, da haben wir sie, da, Santec. Das ist fies, dass wir hier den blauen Kodex gefunden haben und nicht den roten. Aber das wird noch ein wenig spaßig werden, deswegen. Wir sind schon einiges irre. Lauter weinende Leute und so. Das klingt nach Trapper. Ja, da ist ein Trapper. Und es läuft eine. Moment. Ich wechsle erstmal die Waffe. Es läuft ein Vieh. Über den Bildschirm, so wie es scheint. Ja, das ist auch eine der Halluzinationen übrigens. Ziemlich cool gemacht. Da laufen irgendwelche Käfer einfach mal über den Fernsehbildschirm. Also muss bedenken bei all dem Ganzen hier, das Spiel ist noch aus der Zeit, wo man üblicherweise einen Röhrenmonitor hatte. Das heißt, der Effekt war, dass hier wieder irgendwelche Käfer über den Röhrenmonitor laufen. Schon lustig. Coole Ideen. Die Halluzinationen sind eine der coolsten Sachen im ganzen Spiel. Dann gehen wir mal runter. My dear Alex, I will always be at your side. There are times when insanity takes hold and nothing seems right. During those times, I will help you. Fear not, for I will keep the darkness away. This isn't really happening. Und aus diesem Satz kann man erkennen, das war tatsächlich eine der Halluzinationen, die Kareem gerade hatte. Also Kareem hat halluziniert, dass Alex von dem Geist ihres Großvaters besucht wurde, während sie das Buch, seine Geschichte liest. Das ist auch mal geil. Aber jetzt gehen wir runter. Das kennen wir hier doch schon. Hier links war die Tür, die mit Dings zu war, wo wir die drei Blöcke reingeschoben haben.
Da ist jetzt hier ziemliches Geröll. Die altersschwache Decke ist eingebrochen, sodass nun ein unpassierbarer Haufen Schotte die Tür blockiert. Schutt wäre, glaube ich, eine bessere Übersetzung gewesen, oder? Aber hier ist noch eine Rune. Nämlich Absorb. Und wir haben den Spruch Erholung entdeckt. Das können wir gleich mal ausprobieren. Erholung in drei Punkten in Blau. Und da explodieren wir. Tja, Elende. Nein, selbstverständlich war das auch nur eine Halluzination. Und wir müssen etwas ganz Besonderes. Wir kriegen genau das Mana zurück, was wir verbraucht haben, um den Spruch zu sprechen. So, hätten wir jetzt die rote Rune, könnten wir damit nämlich unsere rote Energie, also die Lebensenergie, heilen. Aber soweit ist Green. Oh, ein großes Schwert. Ein großes Schwert, ein Ramdao, was auch immer das sein mag, steckt mitten in einem aus soliden Stein gemeißelten Podest. Es erwartet seinen nächsten Besitzer. Soll Kareem versuchen, das Schwert aus dem Stein zu ziehen? Wird er dann König? Kann man ja mal ausprobieren, oder? Das Schwert steckt im Stein, vielleicht werden wir zum König, wenn wir es rausziehen. Okay, das war ziemlich leicht. Ich glaube nicht, dass wir König werden. Nee, wir werden wohl eher bestraft. Okay, das sind die One-Hit-Zombies. Skelette. So, und jetzt. Und jetzt geht's noch. Jetzt möchte ich eben mal ein paar Finalschläge machen. Schließlich ist die Geistesenergie immerhin noch ein Puffer für nicht nur die Halluzinationen, aber für die. Na komm her, der ist despawned. So ein Mist. Und da kommen schon die nächsten. Das sind immer noch die, die mit den Fackeln platt machen können. Ich glaube, es kommen dann am Ende noch genug zu. Diese Finalschläge sind sehr langsam. Von daher. Mach ich das wieder so? Den hier. Ah, und jetzt langsam. Das spawnt als nächstes. Gehen wir mal hier. Das ist jetzt grün. Das sind die Zombies, die müssen wir nicht umkämpfen. Aber die sind langsamer und die sind langsamer und da können wir. Jetzt gehen wir mal hier aus dem Kreis raus. Dass wir ein bisschen Abstand haben, falls die nächsten Gegner spawnen. Okay, das ist jetzt ein großer Zombie. Ah ja, der, guck mal, der hat die Xylotaph-Rune. Der kleine hier. So, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal drauf. Ja. Das ist unser erster Tod, wenn ich mich nicht irre. Das Leben von Kareem verging in den Fängen der Eternal Darkness. Da niemand nun ihre diabolischen Pläne vereiteln wird, ist die Menschheit dem Untergang geweiht. Und damit kommen wir zurück zum Titelbildschirm.
gespeichert haben. Beziehungsweise zuletzt gespeichert. Ja. Die Finsternis naht. Oh, hier am Anfang, wo wir noch die drei Statuen noch nicht haben. Mies. Doch, wir haben zwei von drei Statuen. Ach ja, genau, das Ding ist hier oben. Wir haben gerade die Trappe zerstört. Gut, dann fahren wir jetzt hier erstmal wieder runter. Na, ich habe B gedrückt, obwohl ich A drücken sollte. So. Das ist auch das Band, wenn die Frage kommt, muss ich A drücken, um Ja zu sagen. Wenn die Frage nicht kommt, sondern einfach nur steht B zu nehmen, dann muss ich B drücken. Also die Taste ist auch nicht festgelegt. So. Dann machen wir das jetzt mal eben schneller. So, wir nehmen das Schwert. Steht der auf. Ach, der hat einen großen Wendekreis, das ist der Grund. So. Da haben wir das schon mal geschafft. Durch die Tür. Zum Speichern. So. Wir wissen, wir müssen durch die linke Tür. Halt, da ist noch die Spruchrolle, die nehmen wir noch mit. Genau. Das war eben wieder die Stelle, wo ich mit B weitermache. War bei dem Vieh mit den drei Köpfen. Da habe ich mich ziemlich verkloppen lassen. Mal schauen, ob wir es diesmal besser machen. So. Nein, machen wir nicht. Bin nicht weit genug. Da macht er den ganz Angriff. Das nicht hin, ihn anzuvisieren, bevor er mich schlägt. Und ich sehe hier tatsächlich den Abstand nicht richtig. Ich dachte jetzt eben tatsächlich, ich lade nochmal. Ich habe ihm gedacht, der wäre tot. Ich habe ihm gedacht, das wäre seine Todesanimation. Und habe deswegen nichts mehr gemacht. So, probieren wir es nochmal. Oder mal hier nochmal so ein bisschen so. Und gehen hier durch die Tür. So, springen, jetzt renne ich. Meine Waffen sind kürzer, als ich denke. Ich habe immer Angst vor seinem Angriff. Ja. Ich dachte, der Angriff trifft. Und das tut er nicht. Wieder. Ich stand zu weit weg. Um Schaden zu machen. Und ich habe das nicht richtig erkennen können. Beziehungsweise ich schätze mich immer mit der Länge der Klinge. Naja gut, ich bin ja auch ein Mann, sich in der Länge zu verschätzen. Das ist bei uns ja klischee-mäßig üblich.
Treppe. Das war knapp. Ich habe die Chakrams gar nicht benutzt. Geh weiter. Wenn ich jetzt werfe, um ihn abzuwerfen, dann kriegt er mich. Der ist weiter. Okay. Halbe Energie. Ich speichere meinem extra Spielstand, dass ich wieder zurückgehen kann. Sehr schön. Da haben sie ja schließlich schon gesehen. Ja. Jetzt können wir also schon mal die Stände wieder aufladen. Sehr schön. Dann bereiten wir uns schon mal darauf vor. Wir brauchen die Fackel. Und zwar, sobald wir das Ramdau nehmen. Und wahrscheinlich sollten wir das auch gegen die grünen Zombies dann einsetzen. Das nehmen wir mit. Zwar. Und Zombies würde ich nicht sagen, Skelette. Weil sie auch sehr abgemagert aussehen und die anderen Sticker sind. Laptop an dem Bildschirm, der mir das Spiel schon groß zeigt, ein Delay. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich auf das kleine OBS-Vorschaufenster hin. Ich habe es nämlich nicht hingekriegt, das in den Fullscreen zu kriegen, sodass es bildschirmfüllend sie eben ordentlich drauf spielen kann. So, probieren wir nochmal das Ramdau aus, was wir jetzt gekriegt haben, oder? Jetzt mal bei denen auf den aus, so wie es sein soll, oder? So. So. Und drei. Und dann gehen wir auch erstmal die Plattform runter, falls ein Respawn kommt. Oder falls neue spawnen. So. Und da kommt wieder einer. Genau, das war jetzt der, genau, was wir denn jetzt gemacht hat. Der mit dem Ding drinnen. Wir killen erstmal den anderen Zombie. Oh, das ist der mit dem. Okay. Ach man. Das ist das Problem auf diesem Winz-Bildschirm. Und ich habe auf laufende Brücke. Du kannst ja laufende Brücke gehalten, ja? Auf diesem Winz-Bildschirm. Winz-Vorschaufensterchen erkenne ich einfach nicht. Die Gegner. Weil der Kontrast zu niedrig ist. Übrigens, ich bin gerade gestorben und meine Lebensenergieanzeige hat noch. Ach nein, stimmt nicht. Eben natürlich gerade auf den
Twitch-Stream geguckt, der Sekunden hinterherhinkt. Ich würde sagen, ich mache Schluss für heute mit der Aufnahme und auch mit, also mit dem Aufnehmen insgesamt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Panty spielt Eternal Darkness. Ciao, miau.